So, jetzt haben wir alles heraus. Unser Fleisch, unser Gemüse. Eventuell braucht man nachher dann bloß noch Salz und Pfeffer fürs Gemüse. Mehr werden wir da gar nicht dranhauen. Da suchen wir uns dann schön Steakpfeffer raus. Ich habe mir hier jetzt noch die Petromax-Pfanne rausgeholt, weil ich weiß, die ist so stabil, die hält das Gemüse aus. Und ja, ich will ja die Barbecue-Disc nicht mit Gemüse gleich schocken. Ja, drum stellen wir nachher die Pfanne oben drauf und dann machen wir unser Gemüse. Könnte man ja natürlich jetzt hier auch drauf tun, aber es reicht, wenn wir heute die Platte mit Fleisch einweihen. So, Freunde, ich denke, man sieht so langsam, die Platte wird. Und ja, hier hat vorher die Flammen schon rausgeschlagen, hat das Öl darauf in Brand gesetzt. Das schaben wir halt einfach runter und werfen es in die Mitte rein und tun es neu einölen und fertig. Und immer wieder die Platte einölen, 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 bis sie eine schöne Patina hat. Was natürlich an so Feuerplatten zu beachten ist, es entsteht auch Rauch, den bekommt man auch in die Augen. Also genau dasselbe wie mit dem Grill. Eieieiei. Ob es jetzt Sinn macht, eine gusseiserne Platte und eine normale Feuerplatte zu haben, beides, sei jetzt dahingestellt, ist auch egal. Mich freut, ich kann euch Vergleiche zeigen. Den großen Vergleich werden wir auf Grillen mit Freunden machen. Ja, ich erwähne es schon wieder. Werbung ist doch nichts zu ersetzen, außer doch noch mehr Werbung. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Anmeldungen. Da werden wir nämlich die Moesta Barbecue Disc und die Grillrost.com und vom Grillrost.com beide gleichzeitig betreiben. Und da wird man dann auch genau den Unterschied sehen. Die Moesta durchs Guss dauert natürlich wesentlich länger, um die aufzuheizen. Bleibt aber auch länger warm. Ja. Und ist halt Guss. Ja, mehr möchte ich jetzt dazu gar nicht sagen. Ich schmeiße jetzt die Pfanne am Rand drauf und dann können wir schon mal mit dem Gemüse loslegen. Mitkommen. Freilich hätte man das auf der Platte machen können, aber ich will ja nachher den Schmand noch mit reinhauen. Deswegen nehmen wir gleich hier die Pfanne. Und jetzt brauche ich noch mein Schaberle. Und jawohl. Also wir haben jetzt nicht alles von dem Gemüse genommen, aber doch ziemlich viel. Und dann lassen wir das jetzt erstmal schön vor sich hinschmuggeln. Nachher kommen dann noch die Zuckererbsen und der Lauch hinzu. Ob man es jetzt genau so schneiden muss, ja, kann auch jeder für sich selber entscheiden. Was ich gerade noch festgestellt habe, dadurch, dass ich jetzt oben das Loch zugemacht habe, kommt jetzt schön die Hitze unten raus und naja, boah, und wieder voll die Flamme abkriegt, den Rauch abkriegt und dadurch, ja, funktioniert es natürlich ringsherum mit dem Einbrennen auch noch ein bisschen besser. Jetzt der Hitzeverteilung. So, wenn sich so die ersten Röstaromen bilden, oh, blöder Rauch, und
Ja, man merkt ja auch, dass das Gemüse etwas weicher wird. Können wir dann schon unsere Erbsen auch gleich mit hinzutun. Naja gut, die hätten wir jetzt auch noch halbieren können. Oh, ich muss das Ding ein bisschen auf Seite ziehen. Mir tränen die Augen. Wie gesagt, ganz zum Schluss hauen wir noch unsere Lauchzwiebeln hier mit rein. So, letzte Runde Gemüse. Und dann ziehen wir die Pfanne nämlich schön auf die Seite und können sie drauf stehen lassen. Und ganz, ganz, ganz zum Schluss kommt dann der Schmand hinzu. Ich glaube, Salz und Pfeffer tue ich nachher auch gleich mit rein. So. Hol ich mal. Ja, ist mir mal wieder Grischo Salz und Pfeffer in die Hand gefallen. Rein nach Gefühl. Nachwürzen kann man am Tisch immer noch. Ja, ja, in der Pfanne war das jetzt einfacher. Hat natürlich auch folgenden Grund. Oliven wird gut. Ja, für diese Filmstoff. Ja, für diese Barbecue-Disc gibt so direkt jetzt hier keinen Einsatz, dass man nichts reinschmeißen kann. Das wäre was, da sollte man es. Oder sollte sich Moester vielleicht noch Gedanken machen? Es wird ihr so ein kleiner Rand reichen, bloß so ein Edelstahlring mit einem Wulst. Nein, dass nichts reinfallen kann. Das wäre noch optimal. Wie, da ist kein Grünchen dabei. Nein, da könnten wir aber jetzt den Wok-Einsatz reinstellen. So. Das bleibt jetzt hier ganz auf der Seite. Und dann schmeißen wir unser Fleisch drauf. Ja, noch hat sich nicht die hundertprozentige Patina gebildet, wie man sich wünscht. Das dauert jetzt natürlich. Alles ein paar Mal benutzen und dann funktioniert es. Öl läuft jetzt in die trübrige Richtung, weg zur Pfanne. Ich glaube, die nehme ich dabei runter. Und es ist fertig. So Freunde, das Fleisch sieht soweit gut aus. Schön am Rand ziehen. Dann holen wir uns noch mal unsere Pfanne rüber. Und da wuchten wir jetzt unseren Schmand mit rein. Und den schön aufrühren, unterrühren. Und dann können wir eigentlich auch schon alles, ja, von der Platte nehmen, reingehen und essen. Man könnte jetzt noch Petersilie und Schnittlauch reinschneiden. Hinterher drüber. Oh, jetzt haue ich mal den Bart an meinen Gesicht. Ja, drin vielleicht ein bisschen was schnibbeln. Können wir hinterher über das Gemüse noch drüber tun. Das wäre ganz toll. Niedlich. Oder Petersilie? Schnittlauch. Petersilie. Nein, Schnittlauch. Petersilie und Schnittlauch? Nee, entweder oder. Ich hätte jetzt Petersilie drüber. Weil Lauch haben wir ja schon drin.
So, Fleisch können wir auch runternehmen. So, Freunde, unser Fleisch wäre fertig. Vielleicht noch ein bisschen Salz drüber. Gemüse wäre dann auch fertig. Also von dem Tartar braucht man gar nichts mehr drauf tun. Nur noch ein bisschen Salz übers Fleisch und gut ist. Ja, dann können wir reingehen zum Essen. Attacke! Ja, Freunde, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als ab auf den Teller und an Gurden. So, Freunde, und jetzt ab in den Hals. Und wie ich gesagt habe, ich habe das Fleisch schon ein bisschen nachgesalzen. Und jetzt probiere ich erst einmal. Kämm in die Hand und gut ist. Fangen wir mit dem Gemüse an. Gleich einmal der Böhnchen erwischt, einwandfrei. Salz, Pfeffer hat vollkommen ausgereicht. Total einfach, total lecker. Und das Geschnetzelte. Sehr fein. Hervorragend. Aber Leute, ich muss jetzt erst einmal essen und nachher sehen wir uns dann noch zum Gesamtfazit. Außerdem kommt die Cam nochmal zur Feuerplatte bzw. zur Barbecue-Disc. So sieht die Platte jetzt aus. Ich habe sie mal abgeschabt mit der Spachtel. Und jetzt können wir sie nochmal ordentlich einölen. Drücken wir aber dieses Mal nicht mehr so fest auf, dass wir nicht wieder die ganzen Fussel drin haben. Und dann können wir sie einfach ausgehen lassen. Ja, und stehen lassen. Natürlich stehen lassen, nur wenn es hier nicht hinregnet, wo die Platte steht. Im Freien direkt würde ich sie natürlich nicht stehen lassen. Und das Ding ist immer noch bockelheiß. Ja, und so bauen wir jetzt, ja, mit jedem Mal verwenden, eine dickere Patina auf, so wie wir es im Topf im Prinzip auch haben. Gut, und dann kommen wir noch mal zu mir oder filmen und dann noch mal Cam auf mich und dann machen wir noch unser Fazit. Also, fangen wir mal an mit dem Essen. Es war wirklich verdammt lecker, aber jetzt kommt's wieder. Das Fleisch, das Geschnetzelte, war natürlich relativ furztrocken. Klar, sowas gehört normal in der Söslenei oder so, aber dieser Gegenpart mit dem Gemüse, mit dem Schmand drin, hat es komplett wieder ausgeglichen, so dass ich sagen muss, grandios, famos, genial, lecker. Ja, ganz einfach eben nachzumachen. Es reicht natürlich auch nur eine Pfanne, eine gusseiserne. Da muss man jetzt nicht unbedingt eine Feuerplatte dazu haben oder eine gusseiserne Feuerplatte. Also einfach nur eine gusseiserne Pfanne. Reicht da, wie gesagt, vollkommen aus. Probiert es aus. Es ist geil. Gut, welche Feuerplatte habe ich jetzt lieber? Ein Gusseisern oder die andere? Kann ich absolut nicht sagen. Ich finde sie beide genial und die werden immer wieder beide bzw. alle drei. Ich habe ja die für den Pyron auch noch.
werden immer wieder mal im Einsatz gehen. Okay, das war's dann mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, freundliches Kommentar. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Boah. Leute, er ist fertig. Er hält sogar. Wenn er bloß nicht so verdammt heiß wieder wäre. Oh Mann. Muss ich mal jetzt wieder die Gosch verbrennen im Namen der Wissenschaft oder ja, fürs Probiererle. Oh. Naja, beiß mal rein, probier mal.